Kurznachrichten. In die heutige Audiodatei geht es mit dem Thema Schäden durch Medikation. Als Basis dient die Talkshow von Paul Brandenburg auf Kontrafunk. Zu Gast zum zweiten Mal der Datenanalyst Tom Lausen. Wie schon beim letzten Mal kritisiert, krankt die Sendung ein bisschen an ihren Anrufern. Hinzu kommen technische Probleme, sodass man meistens eine sehr schleppende Stunde vor sich hat. So sehr die Live-Atmosphäre Transparenz überträgt, wäre hier vielleicht doch darüber nachzudenken, ob man eine 2 oder 3 Stunden Aufzeichnung mit allen Anrufern macht und daraus dann Höhepunkte zusammenschneidet. Aber ich will nicht Kontrafunk beraten, nehmen wir, was man kriegen kann. Was hat er gemacht, der Tom Lausen? Er ist Mathematiker, Analyst und Buchautor. Geboren 1967. Sein Bruder ist der Rechtsanwalt Sven Lausen. Dieser veranlasste ihn, im Zuge der grassierenden Grundrechtseinschränkungen im Jahr 2020 zu vertiefenden Recherchen zum Thema. Lausen arbeitete sich mathematisch in die Daten ein, auch was die behauptete Überlastung des Gesundheitssystems anging. Mittlerweile arbeitet er nicht mehr allein. Am 12. Dezember 2022 gab es bei dem Ausschuss für Gesundheit beim Deutschen Bundestag eine Anhörung. Ausgewertet wurden die Daten von 72 Millionen deutschen gesetzlich Versicherten. Bereitgestellt wurden diese von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ausgewertet wurden ICD-Kodierungen. Diese beschäftigen sich im weitesten Sinne mit plötzlichen und unerklärlichen Todesfällen in Deutschland. Hier gab es einen massiven Anstieg. Das eigentlich zuständige Paul-Ehrlich-Institut untersuchte dies nicht. Die Zahlen sind erschreckend gestiegen, zum Teil weit über das Zehnfache. Lausen stellt die Wirksamkeit der Medikationen in Frage. Unterstützt wurde er von einem Parlamentarier der AfD. Dennoch bezeichnet sich Lausen nicht als parteiisch und er lässt auch keinen Zweifel an seinem Vertrauen an den Behörden zu. Die Auswertung der von ihm erstellten Analysen soll das Paul-Ehrlich-Institut durchführen. Öffentlichkeitsarbeit macht Tom Lausen natürlich, jetzt eben auch bei Paul Brandenburg, der Arzt ist. Ich möchte ganz gerne eigentlich alle Kommunikation mit dem Paul-Ehrlich-Institut, mit der STIKO, mit den kassenärztlichen Vereinigungen, mit den Staatsministerien, wie zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt von Frau Köpping, aufnehmen. Also alle Behörden, die quasi in der Lage sind, diese Daten zusammenzuführen, die werde ich mir alle vornehmen. Bin ich schon mittendrin. Und ich muss auch sagen, ich habe auch schon ein paar Lügen erwischt. Petra Köpping, die Staatsministerin, hat leider eine Aussage getroffen, die leider falsch ist. Das sind also Falschinformationen. In einer Antwort auf eine große Anfrage ist sie gefragt worden, ob die Daten zur Pharmakovigilanz ans PAI geliefert wurden, und daraufhin hat Frau Köpping geschrieben, also das ist schriftlicher Teil der Antwort, ja, die seien regelmäßig geliefert worden. Wir wissen natürlich inzwischen auch von der Bundesregierung, dass das nicht stimmt, also müssen wir auch noch gegen Lügen kämpfen. Das ist das, was wir machen, und also was heißt wir, also ich hauptsächlich, ich habe natürlich auch viele, viele Kollegen, die das auch machen, und wir ergänzen uns da. Also ich kümmere mich um alle Behörden, die irgendwelche Daten haben. Hier kommt etwas Urdemokratisches ins Spiel, Informationsfreiheit an. Also, was können wir tun? Wir können zusammen Informationsfreiheitsanfragen stellen. Und Informationsfreiheitsanfragen sind meines Erachtens das Entscheidende. Ich werde in Zukunft, in den nächsten 2-3 Monaten, werde ich so eine Art Lehrgang machen, wie stellt man solche Informationsfreiheitsanfragen. Und in den Zooms können bis zu 1000 Leute dann teilnehmen. Und wir könnten dann alle gemeinsam verschiedene Stellen befragen. Und dann könnten sich auch Gruppen bilden, die beispielsweise eine bestimmte Behörde ansprechen und nach bestimmten Daten fragen, sodass wir die eigentlich mal im Rahmen von demokratischen Vorgängen für uns arbeiten lassen. Das wäre jetzt so mein Wunsch. Und ich würde dann auch auf meinem Telegram-Kanal Tom Lausen Datenanalyst, würde ich dann die Termine aufschreiben und Zoom-Calls aufsetzen. Und würde mich über eine rege Beteiligung ganz. Immer wieder fragen Hörer, wann es nun den großen Aufklärungsknall gibt. Hier überwiegt eher Pessimismus, das wird noch dauern. Aber auch im folgenden Gesprächsteil, ein glühender Enthusiasmus ist nicht mehr erkennbar. Deine Prognose, kommt da der große Knall? Wie wird das Ganze enden? Wie lange dauert das noch? Und wie hört es denn dann mal auf? Was muss denn noch passieren? Ich glaube schon, es wird noch sehr lange dauern, dass wir sozusagen eine Sache loswerden und dann bringen wir die nächste. Das haben wir ja schon gesehen. Also ich glaube, unser Leben wird jetzt doch ein bisschen mehr sich um diese Fragen drehen. Aber die gucken auf uns, was wir machen. Die gucken sich die Reichweiten an. Und letztendlich werden sie am Ende, dadurch, dass sie immer Dinge verbreiten, die eigentlich nur
kommerzialisierte Aussagen sind, damit sie überhaupt noch Geld reinkriegen, die versuchen sie weiterzumachen. Und sie werden immer mehr Leser und Hörer und Seher verlieren. Und bei uns ist es so, dass natürlich ist es irgendwie eine Blase, aber die Leute, die kommen und mehr und mehr und mehr. Und wenn ich sehe, dass ein Video mit mir irgendwie 200.000, 300.000, 400.000 Aufrufe hat und in den Telegram-Kanälen ist das auch so, dann ist es irgendwann 1 Million, dann ist es irgendwann 5 Millionen, dann sind es 10 Millionen und dann sind wir auch vorbeigezogen. Und deswegen kann man sagen, das sind die vergehenden Medien aus meiner Sicht, auch wenn es traurig ist, dass das große Häuser sind, die noch viel Geld einsammeln. Und wir sind jetzt die richtigen Medien. Wir können jetzt Dinge ansprechen, die so sind. Jetzt müssen wir gucken, ob sie uns noch technisch behindern irgendwann. Im Moment tun sie es ja über Zensur und so weiter. Ja, meinetwegen, dann ist das halt so. Wir werden auch da Lösungen und Wege finden. Und ja, also sie impfen weiter. Hast du eben noch gesagt, Paul, das kann ich nicht sehen. Wenn man sich mal, ich gucke mir ja dieses Impf-der-Sport auch ab und zu mal an. Und jetzt sehen wir eigentlich die Zahl, die vielleicht wirklich freiwillig mitgemacht hätte man die Leute einigermaßen in Ruhe gelassen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 12 Millionen Viertimpfungen. Ich glaube, das ist genau die Zahl, die sie maximal gekriegt hätten, wenn sie nicht diesen Druck aufgebaut hätten. Und insofern kann man davon ausgehen, wir haben schon noch 70 Millionen vernünftige Leute hier, die wirklich jetzt auch anfangen, darüber nachzudenken, jetzt, wo die Werbekampagnen weniger werden, weil natürlich 12 Millionen Impfdosen auch nicht mehr so viel Geld einbringen, das dann auch nicht mehr dazu führt, dass man dafür viel Werbung machen kann und so weiter. Also das bedingt sich ja alles. Am Ende ist ja doch viel mit Geld hinten dran. Folge der Spur des Geldes. Der letzte Abschnitt ist für mich am interessantesten, weil er einen tiefen Einblick gibt. Ein Soldat hat angerufen und seine Geschichte erzählt. Lausen durch seinen anwaltlichen Bruder. Hier schon etwas drin im Thema. Sagt einige Dinge zum Thema Datenschutz, Amtsverschwiegenheit, die mich von Anfang an in den vergangenen Jahren beschäftigt haben. Verkürzt, ein Impfausweis geht nur eine Person etwas an. Mich. Aber hören wir selbst. Ein längerer, aber sehr aufschlussreicher und unterhaltsamer Mitschnitt. Ecki. Ja, moin. Mein Name ist Ecki und ich komme aus Hamburg. Hallo Ecki. Dann Ihre Frage, Ihr Statement bitte von Hamburg nach Hamburg. Ja, Frage an Tom Lausen. Moin Tom. Und zwar, ich bin Berufssoldat. Ich habe noch knapp 4 Jahre. Bin befohlenermaßen geimpft worden. Mich würde mal interessieren, hast du schon Daten mal bekommen vom Verteidigungsministerium über Impfschäden? Weil ich selber kenne jetzt nur 3 sehr gute Kameraden, die tatsächlich nach der Zweitimpfung massive blaue Flecke bekommen haben, Atemnot etc. pp. Aber ansonsten wird uns als Soldat nach wie vor von den sanitätsdienstlichen Führern erzählt, wie wirkungsvoll die Impfung ist, wie hoch die Impfrate ist bei der Bundeswehr etc. pp. Danke, das ist meine Frage. Hey, vielen Dank für die Frage. Ich gebe sie sofort weiter an Tom Lausen. Wenn Sie gestatten, noch eine kurze Rückfrage. Ist ein seltenes Glück, wenn uns da mal ein Betroffener dazu anruft. Darf ich fragen, wie ist denn da bei Ihnen jetzt unter den Kameraden in Ihrem Verband, wie ist da die Stimmung? Wie wird darüber gesprochen? Ist das überhaupt ein Thema, ob das ein Problem ist oder wird das einfach hingenommen und keine Widerrede? Also 2021, als dann die Duldungspflicht eingeführt wurde, da war es tatsächlich so, dass ich wie ein Schwein durchs Dorf getrieben wurde, weil ich einfach gesagt habe, ich will das nicht, mir ist das zu unsicher und ich habe zu viele Fragen. Dann habe ich schriftlich als Befehl bekommen, das wollte ich auch haben, damit ich hinterher sagen kann, ich habe mich nicht freiwillig impfen lassen, sondern es wurde mir befohlen. Den Befehl habe ich ausgeführt, ich hatte auch anwaltschaftliche Hilfe, aber die haben mir gesagt, ich habe keine Chance dagegen vorzugehen. Und mittlerweile ist es so, dass die Kameraden, die noch mehr geimpft sind als ich, dass sie immer wieder krank werden. Und wenn ich dann frage, na, wie oft geimpft, dann kommt nur, ja, nun fängst du damit wieder an. Aber also es wird einfach, jetzt wird es totgeschwiegen. Und jetzt ist es einfach eine ganz normale saisonale Grippe oder Influenza, die Leute dann 2 Wochen ans Bett fesselt. Mhm. Naja, dann wünsche ich Ihnen, Ecki, dass es Ihnen nicht so geht. Alles Gute, auch für Ihre Kameraden. Der Schadenfreude führt ja nicht weiter. Und gib mit herzlichem Dank für Ihren Anruf die Frage weiter an Tom Lausen. Lieber halt, Tom, er könnte noch mal in der Leitung bleiben. Dann, wenn das der Tom Lausen befiehlt, bleibt Soldat Ecki eventuell freiwillig in der Leitung. Gar kein Problem. Herzlichen Dank. Tom, bitteschön. Beim Ecki ist es ja so, der hat einen Befehl bekommen und mich würde sehr interessieren, wenn er einen schriftlichen Befehl bekommen hat, wie genau der schriftlich lautet. Und ich würde mich auch
freuen, wenn er mich mal persönlich kontaktiert. Ich gebe mal den Hintergrund. Ich war ja Parteiensachverständiger im Soldatenprozess in Leipzig. Das ist vielleicht auch ganz gut bekannt. Aber ich hatte vor 4 Wochen ein anderes Verfahren mit meinem Bruder wegen eines Soldaten, der wegen angeblichen zweimaligen Ungehorsams der Verweigerung des Impfbefehls jetzt vor dem zivilen Strafrichter stand. Und ich kann nur sagen, mein Bruder hat dafür gesorgt, dass es einen Freispruch gab. Und das führte zu ganz interessanten erneuten Fragen, nämlich welcher Befehl ist überhaupt rechtmäßig und rechtsgültig? Das heißt also, der Kompaniechef, der den Befehl ausgestellt hatte, zu dem es dann gekommen war und gegen den der Soldat in diesem Fall eben verstoßen habe, der hieß, Soldat, lass dich impfen. Und diesen Befehl hat er dann zurückgenommen, als er vor Gericht befragt wurde, welchen Befehl er dann überhaupt entsprechend aussprechen dürfe. Und da hieß es dann, ich würde niemals den Befehl, lass dich impfen, aussprechen. Damit war sozusagen eigentlich die Anklage schon vom Tisch, aber der Oberstaatsanwalt wollte noch nicht so richtig gehorchen und hat das dann irgendwie versucht, trotzdem noch durchzuziehen. Und dann hieß es aber auch, er würde nur den Befehl geben, Soldat, unterzieh dich einer Impfmaßnahme und komm mit einem Impfstatus wieder. So, da muss man nur genau zuhören. Das sind die Tricks, die wir auch überall schon an anderer Stelle sehen, um uns freiwillig zu einer Einwilligung zu bewegen. Und am Ende kam dann heraus, das sind jetzt auch Fragen, die noch von der Presse gestellt werden, was ja auch noch eine tolle Möglichkeit ist, um Fragen beantwortet zu kriegen, dass ein ordnungsgemäßer Impfbefehl so gar nicht existieren kann. Wenn ich das richtig verstehe, dann heißt Soldat, lass dich impfen, ist gar nicht möglich, weil der Kompaniechef keine medizinischen Befehle geben kann. Der kann letztendlich nur einen Befehl geben, dass der Soldat bis zur Tür des Truppenarztes geht und alles, was in dem Raum des Truppenarztes abgeht, da darf der Truppenarzt nichts sagen. Dann gibt es nach Paragraph, das habe ich jetzt nicht im Kopf, es gibt jedenfalls eine Schweigepflicht und diese Schweigepflicht hat der Arzt einzuhalten. Und auch der Kompaniechef darf hinterher den Soldaten zwar gerne fragen, ob er jetzt geimpft ist oder nicht, aber der Soldat muss das nicht beantworten. Und all diese Fragen sind ganz interessant. Es geht nämlich nur um die Verwendungsfähigkeit. Also wenn jetzt beispielsweise ein Soldat einen Einsatz im Ausland hätte, im Iran oder im Afghanistan oder sonst irgendwo, man weiß es ja heutzutage nicht mehr, wo überall deutsche Soldaten dann auch sein müssen. Aber wenn das so ist, dann kann der Kompaniechef eigentlich nur fragen, den Truppenarzt, ist der verwendungsfähig? So, und wenn der jetzt sagt, nee, ist nur eingeschränkt oder nicht verwendungsfähig, dann kann er sich vielleicht denken, dass jetzt innerhalb der medizinischen Räume des Truppenarztes keine Impfung stattgefunden hat. Aber er darf das eigentlich gar nicht erfahren. Und wenn wir das richtig sehen, im Moment rechtlich auch einschätzen, dann darf er sich nicht mal den Impfausweis vorlegen lassen. Das fällt alles unter die entsprechenden medizinischen Schweigepflichten. Und deswegen ist das ganz interessant. Ich würde mich freuen, wenn sich der Ecki bei mir mal meldet, dass wir mal darüber sprechen können. Also ich stelle natürlich hier gerne sehr gerne mehr. Liebe Ecki, die Telefonnummer wird uns ja dank modernster Technik angezeigt. Mit Ihrem Einverständnis würde ich die an Tom Lawson weitergeben. Dann haben Sie ein Telefondate. Ich will ungern die Party versauen, aber als selbst zwangsweise Bundeswehrangehöriger und auch als Arzt darf ich den guten alten Eugenroth-Spruch zitieren. Der Stabsarzt sieht als Optimist dich viel gesünder, als du bist. Und damit subsumiert der Herr Dichter eigentlich auch, was leider in der Truppe Realität ist, dass nämlich diese an sich vorhandene, quasi zivilistengleiche Schutzsituation durchaus in der Realität unterlaufen wird. Ähnliches erleben wir auch in Behörden. Das heißt, da gibt es auch die sogenannten Vertrauensärzte. Ecki, Sie werden mich korrigieren, aber es ist mitnichten so, dass man dann da vergleichbar mit dem zivilen Schutz da wirklich eine Datensicherheit hat. Also wenn das heißt, ich will da einen Impfausweis sehen, dann korrigieren Sie mich. Wird das in der Praxis dazu führen, dass ein Kommandeur, dass ein Kompaniechef den irgendwie sich zeigen lässt, oder? Ich bin im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg aufs Übelste diffamiert worden von Personal, weil die unbedingt wissen wollten, wie mein Impfstatus ist, obwohl ich getestet war, was zu der Zeit noch Vorschrift war. Also ich bin da rausgegangen und wusste nicht mehr, ob ich noch Mensch bin oder Tier. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who wanna be civilians. Lernen mit Schlager, der doch sehr vergessene Rod McCoon, Soldier. Coon brachte Brell in die USA. Auch Amor, man kennt es von Julio Iglesias, geht auf ihn zurück. Was kaum einer weiß, er war ein brillanter Lyriker. Und er komponierte Sinfonien, Orchestersuiten, Instrumentalkonzerte und kammermusikalische Werke. Es gab eine Nominierung für den Pulitzerpreis. Lernen mit Schlager, Rod McCoon. Dienstag, der 10. Januar 2022. Der mexikanische Präsident Obrador hat die USA mit scharfen Worten zu einer neuen Haltung gegenüber den Staaten Lateinamerikas und der Karibik aufgefordert. Es sei an der Zeit, dieses Vergessen,
diese Vernachlässigung, diese Geringschätzung Lateinamerikas und der Karibik zu beenden. Das erklärte er bei formalen Gesprächen mit Joe Biden. Mindestens 17 Tote gab es bei Protesten in Peru. Im Jahr 2021 sind laut Schätzungen von UNICEF rund 5 Millionen Kinder vor ihrem 5. Geburtstag gestorben. Der im 15. Wahlgang gewählte neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hat gestern Abend seine erste Bewährungsprobe überstanden. Eine neue Geschäftsordnung wurde verabschiedet, die für die zweijährige Legislaturperiode unter republikanischer Mehrheit gelten soll. Japans Schutzmacht USA will angesichts Chinas zunehmender militärischer Operationen im Ostchinesischen Meer einem Medienbericht zufolge eine schnelle Eingreiftruppe im Süden Japans installieren. Sie soll der Verteidigung abgelegener Inseln im Südwesten Japans dienen. So berichtet die japanische Nachrichtenagentur. Internationale Geber haben Pakistan 9 Milliarden US-Dollar an Hilfen zugesagt, um die Schäden nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer zu beheben. Die Vereinten Nationen lassen Hilfslieferungen nach Syrien zu. Kopenhagen, das mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Noma, schließt bis Ende 2024. Das Restaurant soll sich in eine Testküche verwandeln. Themen: Lebensmittelinnovation und Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen. Länger gearbeitet werden soll in Frankreich. Dort können Menschen mit 62 in Rente gehen. Das soll nun bald der Vergangenheit angehören. Präsident Macron erarbeitet eine Rentenreform. Heute in der Audiodatei das Thema Ukraine. Gleich hier bei uns. Zuvor geht es nach Stralsund zu Ronny Poge und den Montagsdemonstrationen. Montagabend, Tatort Stralsund. Vorpommerns Innenminister Christian Pegel sieht einen neuen Typus von Staatsfeinden. Diese haben sich im Zuge der Corona- und Energieproteste im vergangenen Jahr herausgebildet. Es gehe um Menschen, die den demokratischen Rechtsstaat ablehnen, ohne in das bisherige Muster des Extremismus zu passen. Der Staatsschutz spricht von Delegitimierern. Sie versuchen demokratischen Entscheidungsprozessen die Legitimation abzusprechen. Die Legitimierer, wunderbar, ein neuer Rechtsbegriff. Gelegenheit, George Orwell 1984 zu empfehlen, bevor es der Flammenwand anheimfällt. Umso absurder, weil sich viele Demonstrierende auf eben das Grundgesetz berufen. Ich erwähne Artikel 5 Meinungsfreiheit, aber auch Artikel 20, der anregt, bei Unregelmäßigkeiten seine Stimme zu erheben. Mir fiele eine ein. Das Liefern von Waffen in Kriegsgebiete. Natürlich ist das so direkt nicht im Grundgesetz vermerkt. Aber es gibt da noch die Präambel, die zum Frieden aufruft. Spätestens hier ließe sich eine Argumentationskette erstellen. Ronny Poge. Die Menschen haben nichts aus der Geschichte gelernt. Alle machen wieder mit, wie zu dunkelsten Zeiten. Ja, wo sind eigentlich die großen Friedensbewegungen, frage ich mich immer. Deshalb müssen wir hier stehen. Wir wollen keinen Krieg mit Russland, sondern Diplomatie und Frieden. Wir werden nicht gegen Russland kämpfen. Auch nicht, wenn der Kriegstreiber USA das befiehlt. Wir wollen keine Wirtschaftssanktionen, die uns selbst schaden, sondern friedlichen Handel. Eine Röhre ist noch Jans. Was soll der ganze Eiertanz? Nord Stream 2 auf. Ronny Poge, Hörer der kleinen Audiodatei, sprach auch mich an. Ich stehe ja aufzeichnend im Blickfeld. Kleinere Panzer geliefert und die Schreie nach den großen Kampfpanzern Leopard werden immer lauter. Also dein Leopard wird auch nicht mehr lange zu Hause sein bei dir. Davon ab. So. Also immer Stück für Stück, ja, nicht gleich zu viel, abwarten, kommen Proteste, nein, und dann geht's los, dann wird geliefert. Ich frage mich, wo das enden soll. Ja, es kann im Prinzip nur in der Katastrophe enden. Denn ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Putin von heute auf morgen sagt, Entschuldigung, war mein Fehler, ich nehme alles zurück, ich gebe alles zurück, ja, war nicht so gemeint. Vergesst das mal bitte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann verliert er auch sein Gesicht. Dann ist er in Russland auch weg vom Fenster. Leider komme ich nicht umhin, Ronny Poges geopolitische Analyse zu teilen. Ich befürchte gar, wenn genannter ist weg vom Fenster, werden an seine Stelle Leute treten, die sich dem Westen weniger unterwürfig anbiedern wie Putin. Aber apropos anbiedern.
Tatort ARD. Der Hengst von der Neubauer. Erstmals hart, aber fair. Kurz hineingeschaltet. Ich empfand es als Kunst. Sei Jens Spahn, CDU, wie er Lars Klingbeil beklatschte für den Import von umweltschädlichen LNG-Gas für den fünffachen Preis. Das zu moderieren ist eine Kunstform, die bislang nur die Nordkoreaner beherrschten. Wenn Kim Jong-un durch klatschende, jubelnde Menschen läuft, ist es exakt dasselbe. Glauben Sie nicht? Schauen Sie das Original. KCNAWatch.org. Hier können Sie die täglichen Nachrichten, aber auch das komplette Programm aus Nordkorea sehen. Am Wochenende umfasst das 13 Stunden in der Woche 6 bis 8 Stunden. Derzeit läuft die Fußball-WM. 6 bis 8 Stunden Fernsehen, das heißt, in der restlichen Zeit könnten sich die Menschen in Nordkorea bilden. 2013년 4월 4일 평양. Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, hat sich für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine ausgesprochen. Eine weitere Variation des Themas wollte den totalen Krieg. Die ARD berichtet, die ukrainische Armee verteidigt die Stadt Soledar im Osten des Landes derzeit nach Angaben von Präsident Zelensky gegen immer heftigere Angriffe russischer und prorussischer Kräfte. Zelensky dankt den Soldaten. Wie kann das sein? Ist Russland nicht bald vernichtet? Putin nicht bald gestorben? Kiew wird in der Tagesschau zitiert, die bisherigen Waffenlieferungen reichen nicht. Hier ergibt sich mir die Frage, wenn Kämpfe ausschließlich von fremden Waffenlieferungen abhängen, müssten nicht dann die Lieferer der Waffen dem vermeintlichen Feind endlich den Krieg erklären? Bundeskanzler Olaf Scholz zu weiteren Panzerlieferungen. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit den transatlantischen Partnern, den USA. Alles andere wäre unverantwortlich in einer so gefährlichen Situation. In Hinblick auf die UN-Charta Artikel 106, 107 ergänze ich aber, dass Deutschland alleiniger Täter beim letzten Krieg waren, anders als die Freunde und Verbündeten. Diese waren zum Teil Sieger. Ein Ort in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bakhmut wurde seitens der Russischen Föderation eingenommen. Die ARD berichtet, ergänzt Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Russland und China demonstrieren Einigkeit. Quelle: ein Telefonat zwischen Russlands Außenminister Lavrov und seinem neuen chinesischen Amtskollegen. Die Lieferung von Panzern an die Ukraine haben nach Ansicht des Kremls keinen Einfluss auf das Ergebnis des Krieges. Es äußert sich Kreml-Sprecher Peskow der Nachrichtenagentur Interfax. Laut ihm würden die Waffen nur die Leiden des ukrainischen Volkes verlängern. Zitat Peskow: das Erreichen der Ziele der militärischen Spezialoperation können diese Lieferungen nicht vereiteln. Der Großteil der vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen sei relativ alt und teilweise veraltet. Dies sagte der ukrainische Botschafter in Großbritannien Ristaiko gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek. Tino Chrupalla, der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Zitat: zuerst Schützenpanzer, jetzt sogar hochmoderne Kampfpanzer. Die Bundesregierung treibt Deutschland in einen Krieg mit Russland. Die Grünen sind dabei Kriegstreiber Nummer 1. Der Ukraine-Krieg ist aber nicht unser Krieg. Keine Beistandsverpflichtung der EU oder der NATO zwingt uns zur Parteinahme. Ich ergänze: unsere Geschichte zwingt uns zur Neutralität. Aber das Verhalt, so bleibt ein weiteres Mal Bertolt Brecht. Das große Karthago führte 3 Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr aufzufinden. UN-Experten geben bekannt, das Ozonloch könnte sich bis 2066 schließen. Wie gut, dass es dafür den Klimawandel gibt. Heute trocken, ab und zu sonnig. Gegen Abend von Westen Regen. Der überzieht in den nächsten Tagen das Land. Es bleibt unbeständig und mild. Im Bergland zunehmend winterlich. Alternative Music.